Das war für mich ein sehr gelungener Start, sehr gelungener Auftakt von uns, der sicherlich in den ersten 20, 25 Minuten war Bayer besser im Spiel, aber was sich danach meine Mannschaft, was sie da gemacht hat, das war absolut gutes Level, auf dem wir sehr, sehr gut aufbauen können in der nächsten Woche. Und ja, freut mich einfach, dass 8 Wochen intensive Arbeit sich ausgezahlt haben heute. Ein sehr gelungener Auftakt, aber mehr auch nicht. Morgen geht die Arbeit und dann ist der zweite Spieltag. Insgesamt kannst du natürlich, wenn du 3, 4 gute Tormöglichkeiten hast und hier in Mönchengladbach, wo es wirklich schwer ist, sich Torchancen zu erarbeiten, wenn du keins machst, kannst du natürlich auch nichts mitnehmen. Ärgerlich, dass wir in der Anfangsphase, denke ich mal, in der zweiten Halbzeit ein bisschen nachgelassen haben und dadurch das Spiel verschenkt haben. Aber insgesamt geht natürlich dadurch auch der Sieg dann für Mönchengladbach in Ordnung.